Nach diesem Video wirst du endlich gelernt haben, wie man richtig interpretiert und so nie wieder Punkte bei Interpretationsaufgaben verlieren. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur erstellen. Und du kennst es sicherlich, weil immer wieder erreichen mich dazu Nachrichten, dass du zum Beispiel denkst: Ey, ohne Scheiß, bei der einen Aufgabe in der Klausur, Mann, ich hätte das gewusst. Also, ich konnte alles, was im Heft stand. Aber bei diesen verdammten Interpretationsaufgaben, immer wenn ich da irgendwas reininterpretieren soll oder so, dann habe ich entweder keine Ahnung, was ich da hinschreiben soll, was der Lehrer da von mir will, oder ich schreibe was hin und der Lehrer sagt hinterher: Nee, das habe ich so und so gemeint, jetzt kriege ich keinen Punkt. Und heute möchte ich dir erklären, wie du eben genau das vermeidest und wie du da in Zukunft nahezu immer die volle Punktzahl erreichst. Erstens, Material genau betrachten. Das ist in meinen Augen der allergrößte Fehler, der da am Anfang gemacht wird. Und zwar, dass man sich denkt: Oh ja, okay, das ist wieder irgendwie sowas, aber was soll ich denn jetzt da reinschreiben? Ja, und man guckt das nur so oberflächlich an und wundert sich dann, warum man nicht ernsthaft was Sinnvolles oder genau das dann schlussendlich reininterpretiert, was der Lehrer vielleicht auch gedacht hatte. Und deswegen schaut es euch unbedingt ganz genau an, denn meistens ist in Bezug auf Interpretation immer so, dass Details den meisten Aufschluss gibt. Nehmen wir zum Beispiel als Beispiel, ich meine, das Video ist jetzt wirklich bezogen auf Deutsch, Englisch, Geschichte, Geo, was auch immer. Ja? Also wirklich auf fast alle Fächer könnt ihr das übertragen, weil ich euch einfach grundsätzlich beibringen möchte, wie man sehr gut in der Schule interpretiert. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal aus Geschichte eine Karikatur her. Ja? Dann ist es vielleicht so, dass da irgendein Politiker da ist, den ihr aktuell besprochen habt oder der in irgendeinem Kontext mit irgendeinem Vertrag oder so wichtig ist. Und dann ist halt da dieser Politiker und du denkst dir: Ja, okay, ich weiß, was das für ein Politiker ist, aber was soll ich denn jetzt da rein interpretieren? Das reicht natürlich nicht aus von deinem Scharfsinn, wie sehr du es angeschaut hast. Denn dass der Politiker da ist, ist mal die eine Sache. Was vielleicht viel wichtiger ist: Was ist denn sein Gesichtsausdruck? Vielleicht hält er dann diesen Vertrag eben in den Händen, aber dann kannst du natürlich sagen: Oh ja, das ist der Politiker und die haben diesen Vertrag beschlossen und ja, was soll ich jetzt noch hinschreiben? Dann ist natürlich klar, dass du da nicht viel hinschreiben kannst oder zumindest dann irgendwas hinschreiben musst, was wahrscheinlich nicht mit dem überschneidet, was sich der Lehrer gedacht hat. Wenn du aber zum Beispiel auf die Details anschaust, ja, zum Beispiel, wie greift er diesen Vertrag? Ist das eine lose Haltung oder ist das vielleicht richtig verkniffen? Wie ist der Gesichtsausdruck? Ist er eher erfreut oder ist er eher trist? Ist er eher wütend? Ja, genau in diesen Details, da kannst du deine Interpretation reinbauen, weil dann sagst du: Okay, das ist der Politiker, das ist der Vertrag, und dann gehst du auf die Details ein und interpretierst diese. Und wenn du die Details ganz genau anschaust, dann bist du zu 95% eigentlich auch schon auf dem richtigen Weg mit deiner Interpretation. Denn wenn du wirklich merkst: Okay, die Person ist wütend, die greift da richtig fest in den Vertrag rein, vielleicht ist der Vertrag, merkt man, dass der unten schon ein bisschen knittrig wird, vielleicht dass er zerfällt im Sinne oder was auch immer eben in dem jeweiligen Sachzusammenhang Sinn macht. Gerade dann leitet es dich ja schon perfekt in die Richtung, in die du es auch wahrscheinlich interpretieren sollst. Und deswegen achte ganz, ganz genau drauf, denn das gibt dir die besten Hinweise. Zweitens, mit Hefteintrag verknüpfen. Das heißt, dass du die Sache, die vor dir liegt, dass du die mit dem Hefteintrag verknüpfst. Denn genau darauf baut ja das jeweilige Material, was du vor dir liegen hast, wo die Aufgabe eben zum Interpretieren gestellt wird, auf. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel aus Geografie, ja, du hast einfach irgendein Diagramm vor dir liegen und du sollst jetzt dieses Diagramm interpretieren. Vielleicht habt ihr ja genau dieses Diagramm schon mal im Heft interpretiert und du kannst es einfach eins zu eins übernehmen. Selbst wenn nicht, vielleicht ist es einfach nur ein ähnliches Diagramm oder du hast zumindest allgemein schon mal ein Diagramm interpretiert, dann kannst du natürlich genau damit verknüpfen und vielleicht so sehr schnell auf die richtigen Lösungen kommen. Denn in der Schule ist ja im Prinzip relativ simpel. Ja, alles, was in der Prüfung abgefragt wird, habt ihr meistens schon irgendwie angerissen und dann sollt ihr eben in Form von einer Interpretation über diesen Stoff hinausgehen, was ja dann eben der Transfer ist. Ja. Und dann ist es halt eben richtig, richtig wichtig, dass du es schaffst, dir zu überlegen: Okay, diese Grafik, die wir zum Beispiel mit Geografie da haben, mit welcher Seite im Hefteintrag war das dann irgendwie verknüpft? Weil wenn du das hast, dann weißt du schon, in welche Richtung ging es da, was habt ihr da beschrieben, und dann ist es wesentlich leichter, wieder eben auch in die richtige Richtung der Interpretation zu kommen. Sollte diese Verknüpfung mit dem Heftantrag für dich im jeweiligen Fall nicht so ergiebig sein, dann versuch unbedingt mal drittens an die Stunde zurückerinnern. Denn vielleicht habt ihr die jeweilige Interpretation oder auch grundsätzlich die ganze Thematik noch nicht mal aufgeschrieben, sondern der Lehrer hat
im Unterricht was dazu gesagt. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Kunst. Ja? Zum Beispiel in Kunst, wenn da irgendwie ihr ein Bild besprochen habt oder vielleicht ein Künstler, ja, es wird in den seltensten Fällen sein, versteht mich da nicht falsch, es wird in den seltensten Fällen sein, dass entweder im Heftantrag oder in der Stunde exakt die Interpretation für diese jeweilige Aufgabe gemacht wurde. Gibt es auch, aber ist eher selten Fall und eher glücklich. Aber du kannst vor allem über Heftantrag und was in der Unterrichtsstunde besprochen wurde, sehr gute Hinweise darauf finden, wie der Lehrer es gerne interpretiert hätte. Wenn ihr zum Beispiel bei irgendeinem Bild, ja, oder zum Beispiel bei einem Künstler, ihr habt da ganz, ganz viel über seine Kinder gesprochen, wie schlimm die war oder was auch immer. Und dann habt ihr vielleicht im Unterricht selbst schon mal ein anderes Bild von dem Künstler interpretiert und der Lehrer hat einige Dinge dazu gesagt, ja? Und du hast, wenn du da gut aufpasst und dich gut zurückerinnern kannst, was der Lehrer dazu gesagt hat, wie er das Bild interpretiert, dann auf die Kindheit des jeweiligen Künstlers, dann ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn du zum Beispiel wieder so ein Bild von dem Künstler bekommst, vielleicht ein ganz anderes, aber dir ist, bleibt der Name gleich oder du weißt, okay, der Künstler hat auch dieses Bild gemalt, dass du dann es wieder auf seine Kindheit interpretierst und das quasi wieder als sehr guten Hinweis nimmst, wie du dieses Bild, was vor dir ist, interpretieren könntest. Viertens. Versuch dich immer in den Lehrer hinein zu versetzen. Denn wenn du das machst, dann bist du in aller Regel auch auf dem richtigen Weg. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Englisch, ja? Wenn es jetzt um, du merkst ganz klar, okay, die Karikatur, der Cartoon, was auch immer, das geht jetzt um Globalization. Dann überleg dir doch einfach mal ernsthaft, wie ist der Lehrer vielleicht selbst zu diesem Thema eingestellt? Wenn es um Gun Control geht, wie ist der Lehrer selbst zu diesem Thema eingestellt? Dann ist es eher unwahrscheinlich, dass der Lehrer eine Interpretation haben möchte, die gegen seine eigenen Meinung ist. Deswegen schau auch immer wieder unter und lässt der Lehrer eine eigene persönliche Meinung zu diesem jeweiligen Thema oder zu den jeweiligen Themen durchblitzen, weil dann kannst du dir sehr sicher sein, dass es, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, dass es meistens sinnvoll ist, so, das Ganze so zu interpretieren, auf eine bestimmte Richtung zu interpretieren, wie es der Lehrer vielleicht auch machen würde. Weil überlegst du bei dir selbst, wenn du eine Klausur schreiben würdest, es würde sich für dich allein selbst schon komisch an fühlen, irgendwie deinen Erwartungshorizont auf was auszurichten, was eigentlich dem widerspricht, wie du selbst denkst. Fünftens, erlaube dir selbst zu denken. Und das klingt so simpel, so stupide, so hey, what the fuck? Aber ich muss ehrlich sagen, es ist meiner Meinung nach wirklich in Bezug auf die Interpretation das Allerwichtigste und ein ganz, ganz großer Grund, warum ich da sowohl im Unterricht als auch in den Klausuren immer richtig viele Punkte drauf bekommen habe. Und was ein großer Faktor war, dass ich einfach oft mal 13, 14, 15 Punkte bekommen habe, wo es andere Schüler vielleicht nicht geschafft haben. Und zwar, ich habe mir selbst erlaubt zu denken. Und man denkt sich so, hä, ich denke doch die ganze Zeit in der Schule. Ja, du denkst die ganze Zeit innerhalb des Rahmens der Schule. Und was Schule nämlich eigentlich macht, ist, es boxt uns ein. Es geht immer nur noch um die Themen, genauso wie es der Lehrer vorgegeben war. Und wir werden eigentlich immer dümmer. Wir können immer besser auswendig lernen, aber wir werden immer dümmer. Übrigens, wenn dich da meine Meinung zum Schulsystem interessiert, kannst du gerne hier rechts oben das in der Ecke abchecken. Da habe ich extra mal ein Video dazu gedreht, weil das viele eben von euch interessiert hat. Und das ist eben genau das Problem. Wir werden eigentlich dazu trainiert, aufzuhören, zu denken. Deswegen fällt es auch oft schwer, auf einmal, wenn wir die ganze Zeit nur Dinge auswendig lernen und dann in der Klausur wieder auskotzen und dann wird auf einmal in AFB 3, also in Anführungsbereich 3, danach verlangt, dass wir Dinge selbst bewerten, interpretieren, was auch immer, dann fällt es um das natürlich extrem schwer. Deswegen unbedingt erlaub dir selbst zu denken. Versuch in der Mitarbeit immer wieder auch eigene Interpretationen zu finden. Natürlich kann es dann passieren, dass du mal komplett auf dem Holzweg bist und was vollkommen anderes sagst, als was der Lehrer sich vorgestellt hat. Aber ganz ehrlich, wenn du beim Lehrer vor allem auch dann irgendwann Image hast, dass du selbst kreativ gute Lösungen bringst, dann wird ja auch deine Interpretation viel öfter anerkennen. Bei mir war es zum Beispiel in Deutsch extrem oft so. Ja, das, zum Beispiel, wenn es da irgendein Gedicht gab, da war nahezu jede Interpretation von mir gültig, weil sie war erstens sehr gut durchdacht und zweitens musste meine Lehrerin, dass ich eben immer wieder durchdachte Lösungen bringe und war dann da meinen Lösungen gegenüber auch zum Beispiel wesentlich toleranter als der von anderen Schülern. Deswegen erlaubt euch selbst zu denken, es wird euch unglaublich viel bringen. Jetzt, wenn euch dieses Video was gebracht hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, das bringt es für den YouTube-Algorithmus extrem viel. Dafür möchte ich euch auf jeden Fall danken, genauso wie eure zahlreichen Kommentare immer. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.